Und natürlich jeder sollte wissen, dass wenn wir über unsere Religion, die Religion des Islam sprechen, dann reden wir über eine Religion des Beweises. Und es ist von größter Aufmerksamkeit für jeden einzelnen Muslim, dass er genau weiß, dass diese Religion ihm an alles verbietet zu glauben, was nicht bestätigt ist im Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich will euch nur ein Beispiel geben. Wenn jetzt zum Beispiel eine Person zu euch kommt, nehmen wir an, ein Christ kommt zu euch und er praktiziert schon über 20, 30 Jahre seine Religion. Und du fragst ihn, oh du Christ, ich habe eine Frage an dich, was ist oder was bedeutet die Trinität? Das bedeutet, dass sie sagen, Gott ist einer von drei. Und das ist nicht das, was die Muslime sagen, sondern das ist, was andere sagen und immer noch sagen, liebe Geschwister. Und Allah Azza wa Jal hat das bereits schon im Koran erwähnt. Dieses wurde auch früher schon gesagt, dass Gott einer von dreien ist. Du redest mit so einer Person und sagst ihm, wo ist der Beweis dafür, dass Gott einer von dreien ist? Was wird er dir antworten? Okay. Du musst einfach daran glauben. Steht das bei ihnen? Nein. Hat Allah das herabgesandt zu ihnen? Nein. Hat Isa a.s., Jesus ihnen das erklärt? Antwort, nein. Nein und nochmals nein. Die Frage ist jetzt hier, was kann das für ein Glaube sein, wenn du einfach sagst, glaube daran, weil dir die Beweise fehlen. Und genau das ist der Unterschied zwischen unserer Religion, die Religion des Islam und die Religion von anderen Religionsgemeinschaften, liebe Geschwister, dass unsere Religion tatsächlich auf Fakten stützt, auf Beweise beruht. Und so muss eine Religion sein, denn dann wirst du auch ruhigen Herzens so eine Religion praktizieren. Aber andere Leute verstehen das Wort Glaube, wenn die Beweise aufhören, wenn der Verstand nicht mehr mitmacht, dann ist das bei ihnen der Glaube. Aber bei uns ist Glaube immer verbunden mit dem Beweis. Und das ist die richtige Religion. Das ist die wahrhaftige Religion. Die Religion der Rechtleitung. Eine Religion, wo du einfach zufrieden damit leben kannst und sagst, ich praktiziere nichts aus meinem eigenen Gelüst heraus, sondern tatsächlich alles, was ich sage und denke und praktiziere, steht in unserer Religion geschrieben. Und das ist der Riesenunterschied. Deswegen